Der Feuermutant heißt er, glaube ich. Da müsste eigentlich ganz gut ohne Nüffe zu besiegen sein. Ist eigentlich bekannt, ob es das Mana-Schwert-Orb gibt? Das war an sich eigentlich auch immer eine absolute Schulhoflegende bei mir. Es waren viele, die behauptet haben, dass sie das Mana-Schwert-Orb haben. Fällt jemand gerade ein anderes Spiel ein, in dem der Loot vor einem abhaut? Aber das Einzige, was ich jetzt hier wissentlich wüsste, wäre die ganzen Mimik-Dinger immer, wo dann die Kiste anfängt, nach dir zu schnappen und zu beißen. Aber sonst jetzt halt hier so wirklich, so richtig, kein Plan. Aber man merkt zum Glück ganz gut, dass ich mit dem Leveln ganz gut unterwegs bin. Wenn ich halt jetzt hier nicht die Waffen auf Max-Level gebracht hätte, vor dem Schmusekater, dann hätte hier die Bumerangs jeden einen zervögelt. Vom Allerfeinsten. Kann sagen, ja, der Bumerang, der trifft wenigstens alle. Das geht dann ein bisschen schneller. Die nächste Klonarmee widerstehen haben. Deswegen, das ist halt auch so die allgemein größere Stärke am Bumerang, dass er halt einfach durch die Viecher durchfliegt und alle schädigt. Deswegen hier der Wurfspeer ist auch eine der Waffen, die ich eigentlich so gut wie nie benutzt habe. Juhu, slow! Fatz, döser Goblin. Gut, Papa Clone ist auch Klonmaschine ist auch hinüber. Ach ja, genau, hier müssen wir rechts und links Knöpfe drücken. Eine Flottermaus. Matsch. Juhu, Level up! Dann nehme ich mit ihm mal die Klaue. Die müsste ja eigentlich jetzt auch ganz gut koffern, ja. Aber das fand ich hier eh immer sehr amüsant mit den Kisten hier. So, oh shit! Ich sag mal, in dem Spiel gibt es auch einige schöne Easter Eggs. Es gibt ja diese Zauberbücher, die in ihren Seiten blättern und dann zaubern. Und wenn die kein Mana mehr haben, dann können die blättern und dann kann es passieren, dass so ein Centerfold-Bild aufklappt mit so einer halbnackten Tussi drauf. Die Chance, dass das passiert, ist aber auch nahegehend null. Au! Aber nicht jede Kiste rennt weg. Bonbon! Ja,
Ja, die hier sind wenigstens mal auf aufmerksam. Boah, jetzt fehlte mir echt das Wort. Die anderen werden ja erst wach, wenn du sie getreten oder gegen sie gelaufen bist. Rip, rip, rip. Den Rosan wollen wir zuerst, danke. Ihr seht, der Junge, der dodgt von alleine schon recht viel, aber auch nicht alles. Könnte fast sagen, dieses Spiel ist ein wenig altbacken. Ich sag mal, ich persönlich mochte das sehr in dem Game hier. Dass man sich halt selbst bewegen kann. Weil ich kannte vorher auch viele, mit runden Kampf, und ich fand das immer grauenvoll. Was allerdings mehr an Mystic Quest Legend lag, als an einem anderen Game in der Richtung. Ich sag, da war es dann auch eher wie in Zelda. Boom! Alles klar, Koboldin, ein Bonbon für dich. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, hier mit Lebensmitteln Heilgüter draus zu machen. Ja, geil. Mein aufgeladener Schlag war natürlich wieder der daneben geht. Au. Und der interrupted wird. Den dürfte jetzt richtig zerreißen. Oh ja, yeah, da oben haben wir einen Springer. Die meine ich mit einem der schlimmsten Gegner. Weil die zaubern Turboantrieb auf sich drauf. Sind ja auch noch fucking schnell. Und teilen halt auch noch gut aus. Und sind tanky, wie man sieht. Ein Schachmeister heißen sie. Ah, ich Kiste unübersehen. Dammit! So, kein Reich Level 14! Au. Ja. Schlimmste Gegner ist zu bezweifeln. Ja, doch, die Stahlkriecher sind noch ein bisschen ätzender. Und jetzt? Bitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Puff, puff, puff. Verschwinde. Mein Gott, wie... Verschwinde. Oh weh, oh weh. Das tat weh und tschüss, ich geh. Da muss ich auch unbedingt gucken, was er im Remake sagt. Das ist garantiert Claude Mäuses Mist gewachsen, dass der reimt. Was ist jetzt los? Voll in die Nüsse. So, Zeit für Angriffsmagie. Boah, ernsthaft, er hat keinen Schaden kassiert, weil er sich vorher getrennt hat. Ah ja, Faker sagt's gerade. Er reimt nicht mehr.
Na toll, sag bloß, das wird jetzt ein Vibe. Alter. Der ersten Tode im Game. Fuck. Das ist halt was hier in dem Spiel, was halt äußerst ätzend ist. Wenn du am Boden liegst, kann der Gegner halt nachtreten. Und das ist halt herausragend unschön. Aber ich find's lustig, bei den meisten Spielen heutzutage hätten wir hier diesen RNG-Kugeln ausweichen müssen. Und hier interessiert's halt wirklich einen feuchten Kehricht, ob die Dinger dich berühren oder nicht. Nur so als Tipp. Wenn er geteilt ist, dann treffen sie ihn nicht. Ja, ich weiß, wenn man den Char nicht ausgewählt hat, kann man die über die Fremdaufruftaste kann man die spammen, ich weiß. Axtorb erhalten! Der Feuermutant ist tot, vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen, wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Erstmal auf zu so blöd zu reimen. Du könntest mit deinen Zauberkräften dienen. Ah, ich sehe, eine gute Idee. Dieser Typ hat echt eine Macke. Ihr glaubt, ich tue nichts taugen? Dann schließt jetzt eure Augen. Und nun, sobald mich ruft ein Weib, bin ich zu allem bereit. Ein Weib? Hat er damit etwa mich gemeint? Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Lucy. Dann sag ich jetzt mal Tschüsschen und den Mädels ein Küsschen. In Fiesta war ich immer so 30 bis 35, mach mal hinne. Auf zum Mana-Samen, genau, jetzt weggehen ohne den Samen zu versiegeln. Frisch gebonert. Dr. Hirsch 87, grüß dich! Was macht sie jetzt? Leckt sie an dem Samen? Aua, mein Kopf! Alles okay? Oh, ich kann... Ach, verdammt. Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Koboldsiedlung im Vierjahreszeitenwald. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schrei ich ganz laut. 1, 2, okay, später. Hier können wir wenigstens das Seil benutzen. Wieso eigentlich Socke? Tja, wärst du beim ersten Stream dabei gewesen, dann wüsstest du, warum sie Socke heißt. Ach, die Zwergenmucke. Einfach geil. Auf und davon. Ich war dabei nur die ganze Zeit. Ja, siehst du, da liegt das Problem. Okay, mach ich da.
ist wahrscheinlich wieder in meinen Schafsfällen eingekuschelt. Was hältst du vom neuen Som? Die Frage höre ich öfters. Also von der Portierung her finde ich persönlich, es ist okay. Aber es hat halt sämtlichen Charme des Originals verloren. Allein durch die Übersetzung, dass die ganzen Viecher nicht mehr die Originalnamen haben. Ich finde außerdem halt die Grafik halt wirklich absolut grottenhässlich, muss ich sagen. Weil ich finde, da hätte man was Schöneres draus machen können als so ein 2005er Pseudo-3D. Hätten die Grafik wie hier genommen und hätten die nochmal richtig schön neu gezeichnet, anstatt so hässliche SD-Modelle zu machen. Und ich weiß nicht, die Animation finde ich absolut holzig von der Bewegung her. Das tut mir richtig in der Seele weh. Und halt, es ist ein verdammter Pogo-Puschel, kein Mümmler. Terban, grüß dich. Deswegen ist halt Geschmackssache. Also das Remake ist halt wesentlich näher am Original dran. Aber ich hätte mir persönlich halt auch gewünscht, es ist ja sehr viel der Schere zum Opfer gefallen, weil das Spiel ja eigentlich auf CD released werden sollte. Aber dann ja der Deal zwischen Sony und Nintendo nach hinten losgegangen ist, dass die halt nicht das volle Spiel, wie es halt hätte sein sollen, rausgehauen haben. Finde ich persönlich massiv schade. Weil damit, finde ich, hättest du dann halt auch die ganzen alten Leute nochmal ziehen können. Und ich finde halt einfach 40 Scheine dafür absolute Frechheit. Von 100er kriegst du das SNES Mini und auf dem Ding ist Secret of Mana auch drauf. Zwar auch in der zensierten Version, aber immerhin. Und für 10er kriegst du es für die Wii U, für den DS, für die Switch, für die Konsole. Also, ich finde es halt einfach im Großen und Ganzen sehr lieblos hingeklatscht. Zensiert, ja. Kann ich dir sogar die Bilder zeigen, weil die haben vergessen, den Spieleberater zu zensieren. Kämpfst ja am Anfang hier gegen den Thrillboy, hier gegen den Roboter mit den zwei Hämmern. Und später kämpft man nochmal gegen einen Roboter. Und im Original hat er eine Kettensäge. Und in der zensierten Secret of Mana Version kommt da nochmal der mit den Hämmern und nicht der mit der Kettensäge. Dann die Lindenstraße haben sie durchs Fußballspiel ausgetauscht und sehr viele von den Cloud M Mäuse Gags. Was halt auch ein sehr schöner Gag ist, im Pilzdorf, da sagen die Pilze ja Tick and Pilt bedeutet dies. Der eine sagt, Tick and Pilt bedeutet, ich liebe dich. Der andere sagt, Tick and Pilt bedeutet, willst du mit mir essen gehen? Der andere sagt, Tick and Pilt bedeutet jenes. Und das haben die da halt komplett auch schon rausgeknallt. Was ich massiv schade finde. Was sag ich, Level 2? Zwei, vier. Nein! Oh, das wird nachher schön, wenn man alle Mana-Geister hat und dann einen nach dem anderen hier auf hohe Stufe hochbolzen muss. Uah.